Moin seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Spyro A Hero's Tale. Wie ihr seht ja, ich habe mal wieder ein bisschen Pause vergangen. Ich sag mal so, der Fuchs hatte mal wieder ein bisschen Pause gemacht. Irgendwie hatte ich keinen Bock an diesem Blink-Level weiterzumachen. Weiß auch nicht wieso, irgendwie. Oder Blink? Keine Ahnung, ich werde mir seinen Namen nicht merken. Er hat es nicht verdient, dass ich mir seinen Namen merke. Alter. Oh nein, ich glaube, das wird auch nicht besser hier. Ich sag euch, wie das ist. Das wird nicht besser hier. Okay. Wir versuchen mal trotzdem unser Glück. Also man muss diese Level nicht bestehen. Ne? Es ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber ich habe halt schon das Bedürfnis, irgendwie sie zu bestehen. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen in mich gehen. Also ich gestehe, es sind bestimmt wieder einige Wochen vergangen, dass ich hier gespielt habe. Weswegen ich vorsichtig sein muss, was die Steuerung... Also hier kamen wir her. Okay, warte, I remember. Hier kamen wir her. Wir haben noch keinen einzigen von diesen Steinen. Das ist ja beängstigend. Blink los. Ja, genau. So ist der Plan. Ja, dann ging es hier hoch. Daran remember ich mich auch noch. Die Dinger respawnen. Da muss man einfach aufpassen. Die kommen nach einer Zeit wieder. Also man kann sich nicht sicher fühlen. Also da sehe ich aber echt ein bisschen ein Problem, ne? Das hinzukriegen. Sag ich doch, das wird doch widerlich. Wie sollen wir denn das machen? Da musst du ja die Dinger eher anhalten, als dass du da irgendwie langkommst. Also wir gehen jetzt... Oh, das tut sogar auch HP. Wir sind gleich des Todes. Läuft da ein Skelett rum? Jetzt ernsthaft? Oh, scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Alles wird gut. Wir schaffen das irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin. Das Problem ist, wenn wir draufgehen... Warum laufen hier Skelette rum? Was ist das? Was ist das für ein Gedöns? Wenn wir halt drauf gehen, oh, fängt der ganze Spaß von vorne an. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier drauf gehen, ist nicht so gering. Wir sind jetzt schon rot. You know my problem? Was ist denn das da oben, Alter? Bist du freundlich oder... Okay, die Frage hat sich beantwortet, als anfing uns grün Gabel entgegen zu protzen. Es scheint nicht freundlich zu sein. So. There we go. Kann man da irgendwie durch? Nö. Hier sind nur ein paar Bärenfallen, die werden wir jetzt erstmal gezielt ignorieren. Geht die Tür auf? Nein. Kann ich sie aufsprengen? Ja. Das ist doch schon mal gut. Guck mal, da ist ein Häschen. Da sind mehrere Häschen. Häschen sind doch bestimmt lieb. Komm. Gib mir mal ein bisschen Health. Komm, Sparks, ist das. We need it. Dann machen wir mal diesen Stein da kaputt. Okay, das war nur so ein normaler Dude-Stein. Das war jetzt gar nichts Besonderes. Das gerade richtig gesehen? Kann ich da... Ja, das kann er aufbuddeln. Na wunderbar. Machen wir das da kaputt und weiter geht's. Einfach den Weg fortsetzen. Vielleicht ist das ein Umweg, um hinter diese Stelle zu kommen. Ja, sieht ganz danach aus. Na, wolltest du mich vollkotzen? Oh, scheiße, hat er hingekriegt. Er hat mich echt begeistert. Äußerst frustrierend. So, wo sind wir denn jetzt? Man muss doch die Dinger irgendwie anhalten können, da kommst du doch nicht durch. Also bei aller Liebe. Das krieg ich nicht hin. Jetzt hat das hier nichts gebracht, oder was? Jetzt sind wir einfach hier oben, aber hier ist nichts. Kein Stein, kein gar nichts. Was war das jetzt? Oh. Blink alle W2, ne? Wie sagt ihr das? Wir wären keine große Freude mehr. Juhu. Ich bin schon wieder grün mit meinem Sparksy, ne? Grün bin ich. Oh, kacke, ey. Naja, ich habe da noch insgesamt gesehen, aber doch noch ein... Gutes Gefühl. Ist hier noch irgendwas? Kurz mal gucken. Nope. Ah, man kann hier nicht wieder zurück. Ah, okay. Deswegen müssen wir da lang. Alles klar. Ist okay. Du, wir kriegen das hin. Also, ich mache mir da gar keinen Kopf. Ne? Also, mit aller Liebe. Ich habe da vollstes Vertrauen in unsere Skills.
werde jetzt mal diesen Pflanzen ausweichen. Der hier nicht, die ist mir zu zentral gelegen. Die machen wir dann doch eher kurzfristig platt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir jetzt da runterspringen. Einfach mal machen. Ich hoffe, wir landen irgendwo, wo wir auch nicht drauf gehen. Weil ins Wasser dürfen wir auch nicht fallen, sonst sind wir tot. Muss man wissen. Das Spiel verzeiht dir hier gar nichts. Ne? Also hier kriegst du halt immer einen rauf. Egal, was du machst. Wir müssen da oben weiter. Das ist der einzige Weg. Tja, upsala. Du sollst hier buddeln und nicht dashen. Buddeln. So ist fein. Genau. Ah doch, das war schon ein Kristall, den wir von da platt gemacht haben. Sehe ich gerade oben in der Anzeige. Das war doch der erste. Nice. Also einen haben wir schon von fünf. Nice Sache, würde ich sagen. Dann müssen wir jetzt nur noch diese Stelle da vorne schaffen. Und ich, also... Ich habe da so meine Probleme mit, muss ich gestehen. Problem ist, dass das Ding halt auch nicht endlos bleibt. Okay, was ging? So, warte. Ah, fuck, Alter. Ja, das war's. Das ist wirklich fürchterlich. Möchtest du es? Ja, ich möchte weitermachen. Oh, jetzt fangen wir den ganzen Schmuh von vorne an. Ich sag ja nichts, ne? Oh, warte, wir sind wieder hier. Wir machen nicht den ganzen Schmuh von vorne. Jawoll, okay, ich bin wieder zufrieden. So kann ich's schaffen. So kann ich's schaffen. Das Spiel ist nett zu mir. Lass mich doch nicht alles von vorne machen. So. Okay. Ja, auf jeden Fall, warum, wenn ihr euch wundert, warum der Fuchs jetzt plötzlich wieder so Spyro aktiv spielt, was ist denn los? Aber ich habe mir gesagt für dieses Jahr, dass ich meinen Vorsatz von letztem Jahr nun endlich mal durchführe. Und mich tatsächlich darum bemühe, immer nur noch ein großes aktives Let's Play zu haben. Und ein Laberding, also maximal zwei Sachen parallel. Weil es einfach sonst zu viel wird. Und damit das dieses Jahr losgehen kann, muss ich jetzt erstmal alles abschließen, was ich angefangen habe. Enderal ist schon durch, jetzt ist Spyro dran. Und dann bin ich wieder auf Kurs. Dann habe ich nur noch Cyberpunk offen. Und die Sims und Minecraft als Laberdinger. Wow, schnell, so. Und damit kann man noch arbeiten, oder nicht? Das ist der Plan. Bedeutet für uns, wir müssen jetzt erstmal hier Spyro durchziehen. Wobei wir ja gerade nicht Spyro spielen, sondern diesen wunderschönen Bink. Ist das nicht herrlich? Ich liebe es. Es gibt für mich fast nichts Schöneres. Bink und ich, du. Das wird noch dauern. Das werden noch einige Folgen werden. So, gerade eben waren wir schon richtig weit. Richtig weit waren wir. Wie mal hier in Frieden. So, warte. Okay. So, warte. Man muss einfach... Muss einfach gehen. Oh, das gibt's doch nicht. Also ich komm da nicht rüber, Leute. Bei aller Liebe. Das ist doch von Kotzen. Ah, nein. Jetzt habe ich Nein gedrückt. Ich flippe aus. Oh, ich flippe aus. Ich flippe aus. Jetzt fange ich jetzt Scheiß von vorne an. Ah. Pure Freude. Speichern unmöglich. Ich will ja auch nicht speichern. Warte, ich muss einmal speichern. Ah. Die Freude, die gerade in mir aufklimmt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Überschreiben, ja. Ah, das ist so gerade so. Ah, wenn ihr euch fragt, warum das jetzt geschehen ist. Das Problem ist, dass der Joystick so empfindlich ist in den Menüs. Upsala. Komm schon, ich möchte da wieder... Was ist denn B? Ah, okay. Muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ja, bitte. Ich bitte darum, Bink. Ich bitte darum, dass wir beide gemeinsam unter der Erde suchen. Los geht's. Okay, Leute. Wenn ihr euch noch erinnert, am Anfang muss man hier erstmal an diesen Kugeln vorbei. Das lief schon nicht. Das war einfach schon nur einfach Glück. Einfach rennen und hoffen, nicht getroffen zu werden. So lief's. Und es hat wunderbar funktioniert. Okay, das war schon mal eine nice Sache, würde ich sagen. So, dann buddeln wir hier. Diesmal sind wir schlauer und holen uns direkt als erstes da unten das Ding. So. Weil es halt einfach hart schlauer ist. Da oben noch eben ein Skelett, dann kommt da oben gleich noch so ein Wurm. Der gleich kotzen möchte. Na komm, komm kotze Wurm. Doch schnell sein. So. Er lebt immer noch. Kotze Wurm, du musst drauf gehen.
treffe den Kotzewurm nicht. Wieso treffe ich den Kotzewurm nicht? Okay, warte, wir machen das anders. Oh, nicht da reinspringen, dankeschön. Kotzewurm ist nicht ertreffbar. Okay, warte. Was kann das denn an... Also... Es ist immer was im Weg. Jetzt. Finally, the Kotzewurm ist dead. War nur ein bisschen kompliziert. So. Jetzt machen wir wieder diese Kisten kaputt. Dann lassen wir diese Kiste explodieren. Oh, oh, vorsichtig. Okay. Heute ist übrigens, das ist mein Sonntagsplan, ne, für diesen Sonntag. Ich werde den ganzen Sonntag so viel Spyro spielen wie möglich. Wenn das so weitergeht, habe ich ein gutes Gefühl, ne? Ich hoffe, es ist das letzte Bink-Level, da bin ich immer echt ehrlich. Ich hoffe, es ist das letzte. Nicht so, als würde ich ihn nicht mögen, aber ich mag ihn einfach nicht. Als Charakter ist er ja ganz süß, aber ich finde seine Level, das macht halt irgendwie keine Laune. Und dann muss man sie immer zweimal machen, weißt du, das kommt auch noch hinzu. Wir müssen es gleich noch ein zweites Mal machen. Seid ihr schon so vorfreudig wie ich? Ich hoffe doch. Danach dürfen wir dann endlich wieder mit Spyro durch die Gegend eiern. Das wird dann wieder gut. Oh, und es gibt bestimmt noch ein Sergeant Bird Level. Oh. So, Achtung, jetzt machen wir hier gleich den Kotzewurm wieder weg. Extra ganz an den Rand gehen, damit der wieder erstarkende Tentakelarm uns nicht trifft. Naja. Das ist inzwischen drauf. Komm schon. So. Jetzt da runter. Nicht ins Wasser fallen. Nice. So, Leute, wir sind auf Kurs. Wir sind wieder auf Kurs. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Geht's hier lang? Wenn er so hin und her jumpt, das ist ja schon irgendwie ein bisschen süß, ne? Den platt machen und dann einfach schnell sein, weil die kommen auch so schnell wieder. Oh. Müssen wir wegsprengen? Kein Problem. Dö, 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 dö. Diese Musik brennt sich ein, wenn ich nachts schlafen gehe, höre ich sie noch, oh nein. So, warte. Wir machen das jetzt wie folgt. Wenn das Ding auf der anderen Stelle oben ist, jetzt rennen wir los. Jawoll, fuckige Scheiße. So. We did it. Ja, ja, okay, okay, okay. Oh, nein. Alter, fall hier jetzt nicht runter, Junge. Okay. So. Sammeln wir mal eben hier noch ein, die Dinger. Dankeschön. Alter, ich bin am Schwitzen, das glaubt ihr nicht. So, dich mache ich platt. Dann sind da irgendwelche komischen Dinger, die an den Teilen da rumlaufen. Kann ich die platt machen? Nein. Die sind nicht platt machbar. Die sind geschützt. Den muss man also ausweichen. Alter, ich flippe aus. Da ist noch so eine Kotzewurmkiste, da auch. Mal sehen, ob wir die von hier treffen. Ja. Okay, Kotzewurm ist getroffen. Das kann ich nicht kaputt machen, das Ding. Nee, keine Chance. Mal sehen, ob ich den Kotzewurm auch treffen kann. Ja, das geht doch bestimmt. Ja, guck mal. Okay, jetzt müssen wir einfach nur gucken. Wie hielt man sich denn nochmal fest an der Scheiße? Oh, fuck off, Alter. Ich flipp aus. Ja, bitte weitermachen. Und hast du da oben gespeichert? 100 Pro nicht. 100 Pro hat er da oben nicht gespeichert. Oh, doch hat er. Hat er. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Nicht ganz so schlimm wie gedacht. Das Blöde ist nur, dass die Gegner wieder da sind. Das zackt ein bisschen, aber da können wir mit arbeiten. Okay, let's go. Niemand hat gesagt, es wird leicht. Okay. Du musst ruhig bleiben, alles wird gut. Du schaffst das. Du musst an dich glauben. Das Wichtige ist, man muss hier nur
einmal. Oh, ich glaub es nicht. Du darfst nur einmal ranspringen, wenn du den Doppelsprung machst, wie ich spring immer, ich bin ein Doppelsprung-Mensch, weißt du? Und wenn du den Doppelsprung machst, dann lässt er natürlich automatisch wieder los. Ja? Also musst du, wenn du da ranspringst, musst du den Doppelsprung unterlassen, sonst bist du des Todes. Oh, ich sag, ich bin so froh, wenn wir das Level hinter uns haben. Da mache ich also wirklich 3000 Kreuze. Und das Schlimme ist, wir müssen es noch ein zweites Mal machen. Oh Gott. Es ist doch das erste Mal, oder? So lange her, ich kann mich nicht erinnern, ob wir das schon mal gemacht haben, aber ich glaube nicht. So, Bing, bitte. Jetzt musst du schnell da lang, damit dieser Käfer uns nicht erwischt. Oh, so, okay. Buddel da mal. Und dann hier einmal die Arschbombe, bitte. Hm. Okay. Müssen wir mal genau gucken, wo das Ding lang läuft. Na los, dreh um. Jetzt geht es nach da hinten und dann dreht es um. Und wenn es umdreht, können wir es ignorieren. So, unser nächstes Ziel ist da hinten. Oh je. Da wird auch so ein Kotzewurm sein, 100 Pro. Ich aber von hier hinten noch nicht treffe. Aber ihn kriege ich doch platt, oder? Komm. Wenn wir uns da hinten hinstellen, so. Und ihn kriege ich. Ja. Jetzt müssen wir kurz warten, bis er an uns vorbeigekrabbelt ist. Jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir einfach schnell sein. Der geht nämlich im Kreis. Und deswegen ganz schnell dahin. Oh, jetzt kommt da so ein Kotzewurm. Und nu? Ja, geil. Wie soll man denn das machen? Wie soll ich denn den Kotzewurm jetzt besiegen? Hm? Laber doch nicht. Oh Gott. Okay, also da kommt ein Kotzewurm. Wo ich nicht weiß, wie ich den... Also während ich daran hänge, kann ich ihn nicht besiegen. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung gehen. Damit uns der Kotzewurm nicht trifft und immer in Bewegung bleiben. Okay. Ich sammle den Kram da jetzt nicht zwangsläufig ein. Wobei wir, glaube ich, eh Pause machen müssen. Jeweils. Okay, so, jetzt warten wir kurz, bis der Käfer wieder hierher gekäfert ist und... Alter Focko, ey, ist das fürchterlich. Ja, dann müssen wir da hinten gleich direkt dahin, sonst wird das nix. Okay, so. Jetzt gehen wir hier lang, machen wir hier kurz wieder Pause. So, brauchen wir gar nicht erst abkrabbeln, das hat gar keinen Sinn. So, komm, geh mal... Geh mal wieder zurück. Ja, genau. Dreh mal deine Runde. So ist fein. Oh, shit! Warum? Wieso ist er denn jetzt sofort wieder umgedreht? Hilft mir. Okay. Let's do it again. Also ich könnte auch Cyberpunk spielen, weißt du? Oder irgendwas anderes. Nein. Ich bin hier mit Bing. Und habe Gaudi, Alter. Ich habe richtig Gaudi. Sag euch das. Richtig Gaudi. Kann man die vielleicht mit einer Bombe kaputt machen? Ist das vielleicht machbar? Wollen wir es gleich mal versuchen? Vielleicht kann ich die mit einer Bombe platt machen. Kommt der noch näher? Ja, warte. Nee, trifft ihn nicht. Schade. Okay. So, wir machen kurz hier Pause. Kann ich Bomben werfen, während ich da bin? Ja, vielleicht geht das doch. Nee. So, wenn er sich jetzt gleich wieder direkt umdreht, der dreht sich wieder um. Oh, ich muss schnell sein. Bing, komm schon. Oh, warum hängst du denn jetzt hier fest? Er kommt da an der Lampe nicht vorbei. Okay, jetzt hängt er hier an dieser Lampe.
Seht ihr den Spaß, den ich gerade habe? Ich muss um die Lampe rum. Okay. Ich sage euch, alles wird gut. Meine Lieben, ihr hört den Hahnkrähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Ich bin voller Freude. Bis gleich, meine Lieben. Tschüss, euer Blaufuchs.